als Movie-Seeker. Willkommen zu Türchen Nummer 13 unseres Adventskalenders 2023. Nachdem wir sehr viele Serienempfehlungen in diesem Adventskalender haben, muss ich aber auch heute wieder mit etwas Negativem um die Ecke kommen, denn es ist ja ein Rückblick auf die Serien, die wir geguckt haben. Nicht alle waren empfehlenswert. Es geht nämlich um Ahsoka auf Disney Plus. Ja, was soll ich sagen? Das Argument, dass man die Serie nur dann gutieren kann, wenn man die Vorgängerserien Rebels und Clone Wars und so gesehen hat, zieht für mich nicht, denn auch wenn man das kennt, und das tue ich, ist es immer noch keine gute Serie. Sie ist nicht gut geschrieben aus meiner Sicht, sie ist schlampig inszeniert. Ich habe das im Ahsoka-Livestream, auf den ich euch verweisen möchte, wenn ihr da ein bisschen mehr Kontext haben wollt, schon gesagt. Die Schauspielleistungen sind sehr durchwachsen, ein paar Leute geben sich Mühe, werden vom Drehbuch aber auch allein gelassen. Und Rosario Dawson selbst, die Ahsoka spielt, finde ich, verkörpert einen ganz anderen Charakter, als ich ihn aus den Serien kenne. Und steht da aber mit stoisch verschränkten Armen und auch ihr Character-Arc, den sie eigentlich haben soll, der wird nicht vernünftig vorbereitet, wir werden emotional an den Charakter nicht rangelassen. Und irgendwie kann ich diesen Character-Arc so auch nicht nachvollziehen, wie er uns präsentiert wird. Das ist alles nämlich sehr generisch und oberflächlich, zumindest aus meiner Sicht. Aber im Zusammenhang mit Ahsoka und auch die Ringe der Macht haben wir einige interessante YouTube-Kanäle kennengelernt, die das Ganze verreißen, aber nicht so einfach nur Hasskanäle, die alles kaputt machen, sondern es war eigentlich sehr, sehr lustig, sich mit den beiden Kanälen Council of the Rings ist richtig, ne? Ja. Oder und Movie-Amps auseinanderzusetzen, die sehr humoristisch und ganz pointiert beide Serien auseinandergenommen haben. Ja, und wir wollen jetzt nicht, dass ihr denkt, wir pushen jetzt irgendwelche Hate-Kanäle. Hate-Kanäle schaue ich nicht und da hole ich mir auch keine Anregung von. Das sind tatsächlich ernsthafte Filmkanäle, die sich tatsächlich im Fall von Council of the Rings mit Tolkiens Werk und im Fall von Movie-Amps auch mit Filmen und Serien im Allgemeinen wirklich auch sachlich auseinandersetzen. Allerdings auch nicht mit Häme und Spott sparen, wenn etwas so richtig schön schief geht. Aber sie verlassen dann nie eine gewisse Ebene und werden auch nie derb und unsachlich. Und das, was sie sagen, kann man tatsächlich auch an der Stelle nachvollziehen. Vor allem bei Herr der Ringe, die Serienenttäuschung aus dem letzten Jahr, und Ahsoka, meine persönliche Serienenttäuschung aus diesem Jahr. Nee, mir ging das so, dass ich beide Serien eigentlich schon zu den Akten gelegt hatte. Aber dadurch, dass ich unbedingt noch sehen wollte, was für Kommentare dazu kommen, mir dann doch noch ein paar Folgen reingezogen habe, einfach um zu sehen, was die beiden eben genannten Kanäle dann daraus machen. Ja, ich hatte auch schon erwogen, Ahsoka abzubrechen, habe es dann nicht getan. Werde auch, wenn die zweite Staffel dann mal kommen sollte, reinschauen, aber die erste hat mich überhaupt nicht abgeholt und ich weiß nicht, ob das in der zweiten besser funktioniert. Wir müssen es sehen. Ich befürchte ja Schlimmes, aber wenn ich unterhaltsame Rezensionen kriege, dann geht's doch auch alles weiter. So, das soll es aber mit dem Negativen für dieses Türchen gewesen sein. Im nächsten Türchen wird es hoffentlich wieder etwas positiver. Bis dahin werde ich euch huldvoll auf das nächste Türchen verweisen und am Schluss natürlich sagen, keep lightsabering. Lightsabering.